that's nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen zu dem zu einem neuen Mass Effect Part. Ja, lang ist's her. Oder auch nicht so lang. Für mich schon eine Weile. Und ich habe schon so ziemlich vergessen, was wir getan haben. Wir sind auf Feros. Haben die Kolonie da vorne gesehen gehabt? Und jetzt gerade kommen wir nicht weiter. Schimmer. Ich habe noch die Mausfähigkeit erhöht. Kommen wir hier durch? Wir können dieses Feld nicht zerkratzen. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Anscheinend nicht, okay. Garrus hat hier den Überblick. Ich kann mir vorstellen, hier rüber irgendwie. Wir speichern nochmal. Ausrüstung. Lass mal gucken, Ausrüstung. Rüstungsupgrade, gehärtetes Gewebe, Schildbatterie. Oh mein Gott. Wo sind die Upgrades? Sehe ich die hier irgendwo? Oh, nein, halt, das wollte ich nicht. Was auch immer ich getan habe, ich wollte es nicht. Ah. Stoff Submit Shit Generator. Shit Absorber. Shit Absorber. Schildbatterie. Plus 50 Schilde. Das klingt doch ganz nett. Wo war's? Wo war's? Shit Absorber. Servogelenke. Schockgenerator. Notfallinterface. Schildbatterie. Okay. Läuft doch. Dann geben wir den hier mal. Ich hatte hier gerade Notfallinterface, genau. Ihr kriegt Lebensregeneration. Garrus Schildregeneration. Komm, so provisorisch soll das gewesen sein. Genau, was da war, und ich weiß, es hat mir nicht gefallen. Wo müssen wir da lang? Wir gucken uns erstmal um. Hier irgendwo einen Weg. Traurigerweise nicht. Hallo Nelly. Ja, da wurde mein Hund einfach mal ins Zimmer gelassen. Gefährlichen Blick drauf. So, so gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir müssen echt in diesen Raum rein. Ich habe da aber voll keinen Bock drauf. Diese x-ige Kampfläufer. Okay, da war noch dieses Teil. Können wir speichern? Wir speichern, bevor wir da reingehen. Und machen einfach einen auf Tryhard. Oder wir müssen mal woanders hinfahren, was ich aber nicht glaube eigentlich. Egal, speichern, probieren und
Hoffen, dass es erfolgreich ist. Speichern. Okay, let's go. Was soll ich gegen das Vieh machen? Rex, du bist Kanonenfeuer. Was ist hier jetzt los? Oh mein Gott. Aha, cool. Ja, the freak. Lauf. Rex regeneriert Leben, das ist gut. Okay. Wir probieren es wirklich mal anders. Kommt, Leute. Okay. Also so funktioniert schon mal nicht. Vielleicht müssen wir doch mal anders hin. Also gegen den Kampfleiter. Gegen diesen Kampfläufer mache ich einfach nichts. Nee. Gibt keinen anderen Weg. Hierhin, wahrscheinlich über uns. Kommen wir da irgendwo hin? Irgendwie? Ja, da haben wir sogar so eine Nisse. Ah, Entschuldigung. Vielleicht soll ich mir was anziehen und nicht hier nackt rumsitzen. Ja, ich glaube, wir müssen da doch wirklich lang. Ah, wegen dem Vieh. Da ist auch kein Kanister mehr. Wie soll ich das wegkriegen? Ich habe keinen Raketenwerfer oder so. Ab, geh mal. Ach, dann nicht. Okay. Bleibt uns ja nur eine Möglichkeit und gucken, ob wir da nochmal was vergessen haben. Lauf, Commander, lauf. Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Aha. Aber nach unten ist gut. Wir haben den Weg gefunden. Was ist das? Verdammt! Holy. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Ah.
Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Wo ist er? Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit dem Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Okay. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Mach Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Von diesen Hundeviechern verkackt ihr? Gareth, schäm dich, ey. Okay. Lisbeth. Hier geht's nirgendwo hin. Okay. Hier noch irgendwas? Nope. Einmal runter, bitte. Wasser, Wasser, Wasser. Okay, also die Gate sind hinter einem Torianer hinterher. Und ein Torianer scheint ein altes Pflanzenwesen zu sein. Der hat mich ein bisschen an Guild Wars, an die Silvari. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ich muss gleich jemand umbringen. Vorsicht! Flieg! Wird aber nicht lange gehen. Ich dachte, vielleicht ist er freundlich, aber er hat auf jeden Fall... Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Ja, ja. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen.
Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Okay. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Darum haben sie sich so merkwürdig verhalten. Sie sollten Joker kontaktieren. Okay. Das ist eine Pflanzenspezies, die Leute kontrolliert. Beziehungsweise Menschen infiziert und dadurch kontrollieren kann. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Den Torianer. Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Heilige Scheiße, das ist eine Menge Optionen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Okay. Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert, seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Heilige Scheiße, Mann, das ist eine echt dicke Pflanze. Geiler Stoff. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren.
Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Ja. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden Sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Okay. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Das heißt, eine kranke Schlampe haben wir da gehabt. So, da kommen wir, glaube ich, ne? Also, so eine Pflanze hätte ich auch gern. Ich glaube, dann wäre mein Leben um einiges einfacher. Offenbar benutzen die Gate diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese verdammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Können wir da runter jetzt? Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Okay. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Gar nicht. Striker. Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Vorrück. Einfach mal den Klauen des Schiffes ins Gebäude gebohrt. Chaos, ich habe den Fehler gesehen. Ich auch. Pirscher. Ich hasse diese Pirscher genau wie ich die Scharfschützen hasse. Ausgetrickelt. Ja, so geht das, Bitch. So, Garus lebt wieder. Dann machen wir uns erstmal unseren Stufenaufstieg. Ach. So,
2 Punkte meisterhafte Einigkeit. Genau, ich wollte jetzt erstmal auf Einigkeit gehen. Verbesserte Gesundheit, maximale Präzision. Generiert zusätzlich. Ja, genau, das wollten wir. Danach wollten wir... Oh Gott, ich habe ja so viel angefangen zum Nachhinein. Ich kann auch nichts wegnehmen. Wow, okay. Erstmal... Mein Respekt zum Training finde ich gut. Wir holen unsere Mitglieder zurück und ich meine, die sterben jetzt nicht allzu selten. Warum habe ich einen Einschüchterung? Habe ich was verpasst? Einschüchterung? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. So, guck an, den Kampfmeister, genau. Jetzt hat er das auch. So, naja, wie wollten wir uns auch unserem Tank machen? Bin ich ja schon fast mein. Ja, geben ihn erstmal ein bisschen Schaden. So, Garrus. Garrus hat alles. Elektronik-Talent kann bei einem einfachen Objekt eingesetzt werden. Verursacht 50 Schadenspunkte in einem Radius und 6 Meter braucht zu einer Schaden. Verteidigt Schild. Macht sie in 10 Sekunden 20% anfälliger für Schaden. Nehmen wir mit. Und dann... Ich will da sogar fast bei Garrus hier weitergehen, bei Elektronik. Aber komm, Sturmgewehr. Garrus ist mir einfach zu schnell tot. Er rennt einfach gerne rein. So, Pistolen. Wir hatten da was Neues. Nee, ist nicht so schön. Ja? Mehr Präzision. Was hab ich denn hier drin? Achso. Okay, dann komm, hauen wir noch was rein. Gegen organische Ziele. Synthetische Ziele. Perfekt. Okay. Dann auf den Kampf weiter. Wir haben noch einiges vor. Was ist eigentlich unser Ziel jetzt so genau? Die Tochter haben wir ja geholt. Krogana. Natürlich, ich bin tätig. Wisst ihr, ich hau synthetisch dran und was kommt? Organisch. Euer Aufstehen. Oh. Überhitzt. Okay, der letzte kommt. Bam. Okay, das war... Das sind ja so widerlich, ey. Die können ja sich heilen wie sonst was. Aber hier hat man nicht hin muss, oder? Daten herunterladen. Doch. Die was? Never. Okay. Noch ein paar Minuten Download. Haben Sie Gavin Hostless Design-Daten? Okay. Wie zu gering. Jetzt muss ich die Kacke auch noch skillen oder was? Alter Schwede. Okay. Ah, hier sind wir schon mal falsch. Wo müssen wir dann hin? Das
erstmal eine Nebenquest. Ist hier noch irgendwas? Von hier kommen wir. Genau. Dann gehen wir den Weg. Ist hier runter? Nein. Diese ganzen Wege, ich bin froh, dass ich mir's... Oh mein Gott, wir müssen echte Schiffe hier ruskeln. Jemand? Ach, geil. Das war voll. Die Chiffrierungsfertigkeit zu gering. Ohne Scheiße. Das nächste, was ich skille, ist bei Garrus die Chiffrierung. Sind hier noch Gegner? Ich merke meinen Fehler, ich habe mich gespeichert. Frontkämpfer. Frontkämpfer. Garrus ist tot, den holen wir mal zurück. Dir geht bitte hier in die Position halten. Ist Garrus? Okay. Das war der eine Frontkämpfer. Perfekt. Okay Leute, sammeln, Mensch, ihr könnt ruhig was machen. So ist nicht. Jetzt alles, was ihr habt, auf den Typen, nee, warte, auf den Typen drauf, genau, los. Perfekt. Sieht irgendwie aus wie eine Quarantänestation. Kein Arsenal von Waffen. Aber wenn wir nur einen Greifer abreißen, ist das Schiff weg. Okay. Und wie machen wir das am besten?
Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team den Arm abgerissen hat. Okay. Sieben, elf, dreizehn. Zu viel. Okay, wir müssen was zwischen... Boah, bin ich echt so blöd? 24? 31. Vielleicht irgendwie eine Tür hier aktivieren. Die Chiffrierungsfertigkeit zu niedrig, Alter. Die Chiffrierungsfertigkeit zu niedrig. Oh mein Gott, ich könnte kotzen. Garus ist im Weg. Du bist schuld, Garus. Du bist schuld. Funktioniert das nicht? Oder muss ich jetzt hier noch irgendwas aktivieren? Ich hab doch 7, 13, 20, 31. Komme ich hier noch besser raus? 13, 5 ist zu hoch. 7, 11, 28, 5. 17, 11, 28, 5. Achtung, Hochdruck. Naja, und jetzt? Türsteuerung. Aus dem Weg. Ah. So wird's gemacht, Leute. Ausgezeichnet, Commander. Die Felder sind gleich ausgeschaltet. Wir können uns jetzt mit diesem Tori... Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geld umlegen und das Ganze mit einem Riesen-Crash krönen. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geld im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Joker. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Aber nicht jetzt und nicht in dieser Aufnahme. Ich würde mal meinen, das war's. Wir kümmern uns nächstes Mal um den Torianer. Wobei ich eigentlich selber schon total gespannt bin, wie der... Was das für eine Pflanze ist. Und generell, was das Vieh einfach drauf hat, weil das klang ja schon echt krank, was wir erfahren haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Boah, Schluck auf. Es gibt nichts Schlimmeres als Schluck auf. Okay, doch, tut es. Wie gesagt, haut rein und bis zum nächsten Mal.